Die deutsche Journalistin Mesale Tolu ist nicht mehr in U-Haft, darf die Türkei aber nicht verlassen. Reporter ohne Grenzen nennt Tolu eine politische Geisel der türkischen Regierung. Anführungszeichen. Istanbul, DPA, die in der Türkei unter Terrorverdacht angeklagte deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu hofft auf eine baldige Ausreise mit ihrem Sohn. Ich hoffe natürlich, dass meine Meldepflicht und meine Ausreisesperre aufgehoben werden, sagte die 33-Jährige der deutschen Presseagentur vor der Fortsetzung ihres Prozesses am Donnerstag in Istanbul. Ich würde packen und dann so bald wie möglich nach Deutschland ausreisen, in meine Heimat. Anführungszeichen besonders für ihren dreijährigen Sohn, für den in Ulm ein Kindergartenplatz reserviert sei, wolle sie ein stabiles Umfeld in Deutschland, sagte Tolu. Ich möchte, dass er in Sicherheit ist und einen normalen Alltag leben kann dort. Anführungszeichen Tolu, die ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, war im vergangenen Jahr fast 8 Monate lang in der Türkei inhaftiert gewesen. Reporter ohne Grenzen, ROG, forderte die türkische Justiz auf, das Ausreiseverbot gegen Tolu aufzuheben und die konstruierten Vorwürfe gegen die Journalistin endlich FILEN ZULASS in Anführungszeichen. ROG-Geschäftsführer Christian Mier sagte, solange Tolu das Land nicht verlassen darf, bleibt sie eine politische Geisel der türkischen Regierung. Anführungszeichen Mir kritisierte die beispiellose Verfolgung kritischer Journalisten Anführungszeichen in der Türkei. Deren Lage habe sich seit der Freilassung des WLT Anführungszeichen Korrespondenten Deniz Yücel im Februar nicht verbessert. Auf der in dieser Woche veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit von ROG ist die Türkei auf Rang 157 gefallen. Der EU-Beitrittskandidat liegt damit hinter Ruanda und Weißrussland. Die Staatsanwaltschaft wirft Tolu, ihrem Mitangeklagten Ehemann Suat Korlu und 25 weiteren Beschuldigten Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor. Die Angeklagten weisen das zurück. Im Dezember war Tolu nach massivem Druck der Bundesregierung aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das Gericht verhängte aber eine Ausreisesperre. Tolu muss sich jede Woche bei der Polizei melden. Auch ihr Mann darf nicht ausreisen. Mit einem Urteil wird am Donnerstag nicht gerechnet. Im vergangenen Jahr war es wegen der Inhaftierung von Tolu, Yücel und dem Menschenrechtler Peter Steutner zu einer schweren Krise zwischen Berlin und Ankara gekommen. Als letzter von diesen drei Gefangenen wurde im Februar Yücel freigelassen. Immer noch sitzen aber mehrere Deutsche nach Angaben des Auswärtigen Amtes aus politischen Gründen in der Türkei in Haft.